Lena von St. Felix. Ja, grüezi wohl. Haben Sie Pfefferspray, oder? Ja, beim Lena Versand. Ja, genau. Und jetzt habe ich den ausprobiert. Mhm. Also, da kommt viel zu viel raus zum einen. Mhm. Und zum anderen ist es saumässig sauer. Ja, aber es darf ja nicht fein schmecken. Ja, nein. Jetzt kommen Gäste auf die 12, oder? Ja. Ich kann alles vorgehen, die ganze Pasta. Moment, schnell. Pasta? Weil zum Kochen? Ich habe ja vorher nur so eine Mühle gehabt. Aber das ist nicht zum Kochen, das ist zum Kochen. Ja, genau, zum Kochen. Nein. Ja, mol. Es heisst ja Pfefferspray. Ja, aber es ist nicht der Pfefferspray zum Kochen. Sie, ich kann Ihnen sagen, das hat gestunken. Und als ich es nachher probiert habe, ich musste fast kotzen, so grusig. Ja, das glaube ich Ihnen schon, weil das ist nicht zum Kochen. Ja, den Scheisser habe ich jetzt auch. Okay, da können wir aber nichts dafür. Ja, also ich meine, wer hat es verkauft? Das ist, um die Leute abschrecken. Ja, klar mache ich das jetzt. Da kommt wahrscheinlich niemand, wenn ich nichts zu Mittag habe, oder? Wie viele Zwiebeln haben Sie da drin eigentlich übrigens? Keine Ahnung. Ich habe Tränen, kann ich Ihnen sagen. Das ist, dass man Tränen überkommt. Das wäre also eher eine Waffe, wenn ein Pfefferspray, sage ich ja, Ihnen. Ja, das ist eine Waffe. Ich meine, ich kann sie noch aufs Fleisch tun. Nein. Ich wollte noch nachmarinieren, da hat es gerade eine Stichflamme gegeben. Oh Dio. Ich gebe Ihnen am besten die Adresse an, wegen dem Geld zurück. Nein, das müssen Sie... Die Adresse vom Radio. Ja. Herzlich willkommen beim Kellerfon. Oh Dio. Okay.